So, und dann sind wir bei Greenwash dich doch selber. Der Heiter, das ist, oh Gott, ey, das jetzt, Bitte nicht. pass auf. Also, ich gehe ja gerne auch mal ins Kino und da fällt ja Kinowerbung immer so ein bisschen auf, weil man sie sonst nirgendwo sieht. Und da gibt es ja eben auch Bewegtbild-Content in Langfassung, weil es halt nicht der 5 Sekunden auf YouTube ist, sondern tatsächlich so der 1,5 Minuten. Und unter Commodities, also sprich, wenn du jetzt ein Gut hast, das eben sehr, sehr ähnlich ist wie andere Güterklassen, so, dann machst du mit deinem Marketing auch immer Gattungsmarketing. Also, wenn du jetzt irgendwie sowas hast wie zum Beispiel Milch, so, und du wirbst für deine Milch, dann wirbst du eigentlich meist mit Eigenschaften, die andere auch haben, weil es nicht so krass unterscheidet. Und beim Mobilfunk ist es ähnlich. Das heißt, wenn du jetzt die Deutsche Telekom bist und hier O2 und Vodafone und so weiter, dann musst du dir wirklich überlegen, okay, wie komme ich denn hier irgendwie raus? Und was vor Jahren mal neu gekommen, nee, vor Jahren ist falsch, aber vor kurzem neu gekommen ist, ist halt eine Neufassung darüber, wie du damit umgehen musst, wenn du jetzt im Verkehrbringer von elektronischen Gütern bist, wie du damit zu tun hast, weil du dann irgendwo ein Stück weit auch mitverantwortlich bist, die Dinger wieder zurückzunehmen. O2 hat jetzt einen eigenen Beitrag. So, der sieht so aus. Ich habe hier so vier besten Stills mal rausgenommen. Also es geht 1,5 Minuten, da sind viele so typische Nicht-Alltagssituationen von einer fiktiven Welt, also Leute, die halt So irgendwie Konzert, Telefonzelle. genau, Leute, die Konzerte spielen über ein Handy und Leute, die beim Skaten irgendwie telefonieren, also ein Scheiß halt. Aber das zentrale Ding, das ist geil. Da kommt eine Frau auf so einen 2001-mäßigen Monolithen zu, auf dem ein Recycling-Symbol ist. Rundherum sind so vereinzelte Tannen. So, sie gibt ihr Handy dort hinein, das sie eben noch in Gebrauch hatte. Der Monolith sagt Recycling complete. Sie dreht sich auf dem Absatz um und geht, und im Hintergrund wachsen die Bäume. Das ist auf so viele Arten crazy shit, weil natürlich klar ist, dass die nicht wirklich sagen, von wegen so, wir sind jetzt die Grünen oder so, aber durch diese Überzeichnetheit in diesem ganzen Beitrag ist es halt komplett irre, weil die halt eben sagen so, naja, wir leisten halt hiermit einen Beitrag, mit was genau, und sprechen halt null darüber, dass eben diese Endgeräte bei Herstellung und bei kurzer Gebrauchsdauer und am Ende dann auch nicht wirklich recycelt, sondern ja nur zum Teil verwertet, meistens sogar auch eher ein Großteil thermisch verwertet, mit Recycling gar nichts zu tun haben. Also ist alles gruselig. Plus, was gesagt wird, ist, du machst das mit uns und es wachsen Bäume. Also durch das Recycling wird die Biosphäre heil. Das ist auf tausend Art, ist das crazy. Das ist 2002 crazy. Ne? Also kannst du heute echt nicht mehr bringen. Die hätten also im Prinzip gleich 20 unlautere Wettbewerbsklagen verdient dafür. Und das zeigen die so. So, und wir wissen das, und unser Chat weiß das natürlich auch, dass alles Schmus, aber es gibt natürlich auch einen erklecklichen Teil der Bevölkerung, die, wie wir gerade festgestellt haben, das nicht richtig eindecken, dann da reingehen und denken so, ist doch geil, ich habe alles richtig gemacht. Ich habe zu Vodafone zurück oder zu O2 zurückgegeben und jetzt ist die Welt wieder in Ordnung. Das ist halt irre. Bei mir wollte mal, die haben mich mit Geld bedroht, Shell in den Podcast, Kranken für den Regenwald. Genau. Dass sie da irgendwie so einen Kompensationsmechanismus dann dahinter haben und so. Ne? Ja, es ist komplett zu Jetzt haben wir kotzen. Patrick verloren. Ja, also Leute soll bis ans Lebensende der Ärmel runterrutschen beim Händewaschen, mindestens. Ja, das ist verliehen extra. Weißt du, wenn wir jetzt Dantes Inferno neu schreiben, dann gibt es einen extra Ring of Hell nur für diese Leute. Ja, ich stelle mir schon vor, was man mit Das sind aber so die Werbeagenturen ohne Rückgrat, die so einen Scheiß auch noch machen, ne? einem. Da ist Ja, ja auch noch richtig Geld drin. Das ist genau. ja das Schlimme. Also Zigaretten und das und so. Das ist ja der Punkt. Wie diese Einweg-Dinger Einwegzigaretten, da. ja. Oh, auch gut. Ja, mit Batterien Dass drin und sowas so. erlaubt wird, also das. Ja, und Ja. selbst wenn wir jetzt, ja, wir haben ja festgestellt, okay, die waren jetzt lange verkehrsfähig, und dass darüber diskutiert wird, seit 18 Monaten gefühlt, dass man sagt, so, man müsste das jetzt eigentlich stoppen, dass die immer noch erlaubt sind. Das wäre jetzt eigentlich relativ einfach, per Verordnung zu regeln, dass man sagt, folgende Kriterien gelten, ansonsten ist es in Verkehr bringen verboten, fertig. So, und gerade Tabak ist ja, weil es hochreguliert ist und so weiter, hast du sogar gewisse Kontrollschemes drauf. Du könntest es anders machen, aber da ist halt eben Abfall, ist da halt nur so ein ferner Liefenthema, so, ne? Ist es eigentlich Zufall? Ich weiß nicht, ob Katja das mal untersucht hat, dass genau diese Dinge, aber auch Alkohol und so weiter, an Tankstellen vornehmlich platziert sind.
Also Benzin in Kombi mit Nikotin, Alkohol, das ist doch hier der Stoff, der alle am Leben hält. Es gibt doch tatsächlich auch für Elektroautos das Parfüm Benzin. Ah, auch weil gut. Leute sagen, ich vermisse aber den Geruch. Und es gibt für Elektroautos den Sound V8. Das finde ich ja zumindest noch irgendwie putzig und in Ordnung. Das Methadon für die Junkies, ja, weiß ich nicht. Aber ist es schlimm? Das ist ein totaler Arschloch-Take. Also den wen würde jetzt das sozusagen, dieses Parfüm, wenn sie sich nicht... Ach so, ich dachte, du bist bei dem Geräusch. Nee, also wenn das Geräusch, ist es nicht nur innen, sondern außen. Ja, ja. Ach so, ja, das ist natürlich total, totaler Irrsinn. Das ist so ähnlich wie die Frau, wo ich das Gespräch gehört habe hier. Nee, aber dann haben wir auch unseren Bulli umgeparkt, weil wir hatten dann kein Licht mehr in der Küche. Ja, geil, dann hast du also deinen Bulli vor das andere Fenster der Nachbarin gestellt. Ja, vielen Dank. Ja, ja, genau. Ja, crazy. Sehr gut. Ja, dann... haben wir das und damit kommen wir jetzt quasi schon langsam so auf die. Oh. Weiß mal, beim Leben haben wir es denn. Wie habt ihr das denn hingekriegt? Ganz viel bitten und flehen. Ja. kann ich ihm sagen, ich war früher da als er. Eben. genau. Er hat sich aber leider nicht so viel Zeit genommen wie Katja heute. Ja. Von daher vielen Dank dafür. Aber du wolltest noch was sagen, Jens, bevor ich... Nee, war schon genau. Also. Beim nächsten Mal sind wir früher. Also genau. Nicht nur, wir haben weniger Zeit, wir fangen auch früher an beim nächsten Mal, damit das in seinen ganzen Sendeplan reinpasst, weil, das war jetzt länger Koordination, wir freuen uns aber auch, weil das wird auch spannend. Da können wir nämlich genau diesen Teil von Klimamedienkrise auch nochmal oder Medienklimakrise, eins von beiden, nochmal aufgreifen, weil das eben ja, ne, und er ist ja nun auch da an der Stelle auch sehr gut. Also von daher, das passt sehr gut in den Anschluss zu dem, was wir heute mit dir besprochen haben. Genau. So, und dann, wir haben auch die Website überarbeitet. Patrick hat hier da in nächterlanger Kleinstarbeit design-or-disaster.de. Genau. Überarbeitet. Das ist jetzt quasi alles noch viel netter. Ich muss noch die ganzen Quellen nochmal umziehen. Das habe ich schon alles gemacht. Was hast du schon? Du Tier. Okay, also muss ich nicht, aber es kommt. Du musst nur die neuen Shownotes jetzt dann. Genau, die neuen Shownotes, die hänge ich dann bald ein, genau. Und das soll dann mit der Zeit auch ein bisschen weiter wachsen, so. Aber das hilft vielleicht, wenn man jetzt sagt, ich möchte das eine oder andere nochmal nachschauen oder aber ich möchte mir die anderen Sachen nochmal in einem schönen Setting angucken. Dafür ist das da und mit der Zeit möchten wir das noch ausbauen, denn unser Ziel ist ja hier gute, interessante, hochwertige Informationen und gute Diskussion zusammenzuführen und das eben an einem Ort und dafür ist dann das quasi die Plattform. Genau. Dann bedanke ich mich jetzt als allererstes recht herzlich bei Katja. War wunderbar. Es war uns ein Fest, dass du dir die Zeit genommen hast, auch über deinen Impuls hinaus. Eine große Freude. Vielen lieben Dank, Katja. Danke für die Einladung. Ja, es war großartig. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und auch irgendwie so viele Sachen, also ich habe jetzt auch viele Sachen noch vorher noch gar nicht gehört. Ich habe immer wieder mal von dir was gelesen oder auch so ein Interview gesehen und so. Und ich habe gesehen, du hast da irgendwie jetzt auch irgendwie noch neue Takes mit reingebracht und so. Also zumindest die ich jetzt noch nicht kannte. Also ich bin mehr als Dank Twitter, dafür. Das verwechseln die Leute. Ja, das, genau. Sehr ich gut. Kann ganze Sätze. Ja. Genau, dann danke geht raus an euch da draußen, die Critical Community, die 2045 Community. Schön, dass ihr mitdiskutiert habt, Fragen gestellt habt und auch an den einen oder anderen Stellen auch ein bisschen Liebe entgegengehalten habt. Danke für die Liebe. Hier schreibt gerade, Liebe geht raus. Vielen Dank. Vielen Dank, Katja. Also der Chat sendet uns und respektive dir auch nochmal Liebe. Und er wurde, so, wurde am Trollinger Abzug gezogen. Genau. Und das kompensiert dann vielleicht dann doch die Babyrobbenbilder, die uns Jens nochmal so ein bisschen serviert hat. Okay, euch eine gute Nacht. Dann euch allen eine gute Nacht, macht's gut. Und wir sehen uns wieder in 2 Wochen, 18.15 Uhr, ganz ungewöhnliche Zeit. Schaut einfach danach und ja. Bis dahin, ihr Lieben, alles Gute. Ciao. Ciao. Tschüss.
Und dann noch einmal anzufügen. Und dann noch einmal anzufügen. Und dann noch einmal anzufügen. Die Irreversibilität.